Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde auf der Insel von Nyx von Legend of Grimrock 2. So, wir könnten jetzt theoretisch auf dem Friedhof weitermachen gehen, hier. Oder hier oben, hier gibt es ja noch ein Power Gem. Aber ich habe jetzt erstmal beschlossen, nach der letzten Aufnahmesession mal nach unten zu gehen, zurück, nach Süden, da ein bisschen aufzuräumen. Zum einen, weil ich habe so das böse Gefühl, dass wenn wir da nicht ein bisschen aufräumen, immer mehr spawnt und wir dann irgendwann nichts mehr machen können dort. Und Tarion ist gleich hungrig, ist ja schon mal ein guter Start. Hier, ham, ham. Du hast noch ein bisschen Essen und du hast noch Essen, okay. Essen hält sich in Grenzen, aber es geht noch gerade so. So, hier geht's nach Süden zurück. Und hier müssen wir gucken. Hallo. Ah ja, erstmal dich weg. Ach, da hinten bist du ja. Wow. Okay, Sylastra ist verletzt worden durch den Blitzstrahl. Du bist gestunt. Gut. Jetzt müssen wir dich nur noch schnell loswerden, bevor das Elementar kommt. So. Ja, ich wollte keinen Mana verbraten. Da ist ein Elementar, da ist noch so ein Quauhörn. War da wirklich nur ein so ein Elementar? Und ich höre irgendwas anderes Garstiges noch. Hallo. Ja, erstmal muss ich gucken, dass ich dich hier loswerde. Hallo. Okay, wir können leider diese blöden Laubelementare oder Laubgeister oder was auch immer sie sind, nur mit diesem Zauber verletzen. Vielleicht würde es auch mit einem Feuerzauber oder einer Feuerwaffe oder so gehen. Aber da wir sowas nicht zur Verfügung haben, kriegen wir einfach mal ein Level ab. Gut. Skills. Du Light Weapons. Du Heavy Weapon. Du mehr Critical. Und du mehr Water Magic. So. Dann macht dein Zauber auch schon mal etwas mehr Schaden. Achso, ich wollte eigentlich Alchemie, aber egal. So, jetzt kannst du nämlich den da einhändig benutzen, was uns einen sehr schönen Schadensboost gibt. So, das packen wir mal weg. Oh, wir können mal kurz gucken. Das Schwert könnte sie jetzt theoretisch ja auch einhändig führen. Macht aber weniger Schaden. Und ignoriert keine Rüstung. Das ist das Nice an dem Ding. Mal kurz gucken, wie viel. Cooldown 4,5 und du hast 6 Sekunden. Das ist ein bisschen länger. Aber es geht noch gerade so. So. Wo ist das nächste Quauhörn-Viech? Hier ist schon mal kaputte Brücke. Ich weiß, es ist noch ein Quauhörn hier. In der Gegend unterwegs. Da sehe ich es ja. Obwohl, das sind ja keine Crowworns, das sind Wyverns. So, haben wir eine Aktion. Vorbeigeschlagen. Na, das trifft wenigstens. So. Und nochmal daneben hauen, weil er wegläuft. Feige Ratte. Genau, triff mal, sehr schön.
Dass wir wissen, dass sich das auch gelohnt hat. Okay. War doch nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt erwartet hätte. Außer jetzt kommen noch mehr Elementare. Hier war nur das Ding. Also nee, bis jetzt ist es nicht schlimmer geworden. Es war nur ein Elementar. Da ist der Hub. Ja, das mit dem Hub hatten wir ja schon. Dort können wir uns nur schnell teleportieren. Genau, hier reingucken. So, ich will nämlich jetzt mal sehen, ob es was bringt, die Elemente zu platzieren. Also Feuer ist okay. Das ist nicht er, oder? Doch, das ist er. So, kann ich jetzt über kaputte Brücken gehen? Nein. Aber ich kann unter Wasser Schildkröten töten. Und Fische sammeln. Hallo, Schildkröte. Bitte einmal den Weg nach oben. Au. Wir nehmen nämlich hier unseren Schaden. Oh, da ist noch ein Quarvörn. Dann schalten wir doch mal um auf unsere anderen Zauber. Auf unsere andere Waffe. So. Ja. Es stirbt genau. Was haben eigentlich die Sachen für einen Cooldown? Wahrscheinlich, ich hoffe mal dasselbe wie. Oh, du bist auch hungrig. Dann hier kriegst du einen Fisch. So, wir gehen weiter fischen. Hi Kumpel. Genau, schwimm weg. Der Schaden ist lächerlich. Trotzdem, wir sollten aufpassen, dass wir hier unten nicht ertrinken. So, genau, Essen gibt es von denen nämlich. So, einmal nach oben frische Luft schnappen. Vor allem, weil Tarion fast nichts hat. Trink mal Trank. Wir haben ja mehr als genug. Mix dir mal neue. Ich freue mich ja schon drauf, wenn er dann die großen Tränke mixen kann. So. Der Trank kommt mal da rein als Notfall. Und du hast Hunger. Haben wir einen Fisch? Nein, aber wir haben das Fleisch. So. Gut. Kommt her, Fischis. Nicht wegschwimmen. Komm her. Gut. Ein Fisch haben wir schon mal. Weg hier. Wir trinken nämlich gleich wieder. So. Abwärts und wieder daneben stechen. Autsch. Und ja, bei der Gelegenheit können wir. Ich habe dich gesehen. Ich habe da hinten so ein Laubelementar gesehen. Hallo Schildkröten. Ihr seid wirklich gar nicht mehr gefährlich. Ja. Daneben gestochen. Lieber mal hochklettern. Luft schnappen und. Jawohl. Volltreffer. So, die nächste töten wir auch noch. Dann haben wir nämlich, glaube ich, Ruhe. Es waren nämlich nur drei Stück. Also müssen wir doch mal darüber gucken. Da noch sein Laubvieh rum malucht. Wow, das ging zackig. Fleisch und Fisch. So. Sehr nahrhaft. Auch wenn Schildkrötenfleisch nicht, wahrscheinlich nicht so die beste Nahrung ist. Geht aber erstmal alles zu dir rüber. So. Weil du hast einen Sack für Essen. Hast zwar immer noch gut was gebunkert, vor allem hier.
Aber es wird langsam. Und ja, da ist immer noch die Hauptfestung von Nix. Die kommt wahrscheinlich wirklich ganz zum Schluss, wenn wir alle Elemente da platziert haben. So, jetzt aber mal kurz gucken. Oh, es wird Tag. Tag finde ich schon mal gut. Da ist ein Speicherkristall. Den kennen wir ja. Den werde ich mal kurz benutzen. So, einmal speichern bitte. LP068. So. Und dann gucken wir mal weiter. Ich hätte schwören können, ich habe vorhin hier sein Laubelementar gesehen. Und zwar hier reingehen. Ja, da ist es auch. Es hat tatsächlich geklappt. Juhu. Ups. Genau, hier ausschalten, dann können wir einfach wieder rausgehen. Ja, es gibt sogar ein Achievement dafür, dass man sich in einen Gegner teleportiert, so wie ich es gerade gemacht habe. So, wir könnten hier runtertauchen und uns hier umsehen, aber den Bock, den will ich noch meiden. Ganz ehrlich, den will ich wirklich machen, wenn, also wenn ich. Ich habe ja so die böse Vermutung, dass im Bock der Schlüssel für die Pyramide irgendwo versteckt ist. Ich frage mich eigentlich, wie man hier wagen weiterkommt. Hier sehe ich zwar nämlich einen Weg dahinter, also hier wieder kann man etwas erkennen, aber ich sehe nirgendwo einen, ups, Knopf. Und die Ranken kann ich nicht wegmachen. Oh. Secret gefunden. Ja. Hallo Truhe. Mimik? Fragezeichen. Keine Mimik. Wokut. Feuerbombe. Okay, dann kann die Passage Cape mal weg. So. Sehr schön. Da hat sich der kleine Abstecher doch wirklich gelohnt. Jetzt fehlt ihr nur noch das Bruststück, dann hat sie das gesamte Rogue-Set. Hier wird es ein bisschen neblig. Man kann übrigens gerade, sehe ich gerade, anhand der Figuren einigermaßen erkennen, um welches Element es sich handelt. Also das hier sieht aus wie Wasser. Das soll Luft sein. Das sollen Flammen sein und das sollen Steine sein. Ja, okay. Gut, dann geht es jetzt wieder nach Süden. Hier haben wir noch eine Fackel, die wir zum Glück nicht mehr brauchen. Und wir haben es. Schönen Tag. Da kann ja. Hallo, Schrein des Schmerzes. Da kann ja der Tag gut beginnen. Können wir gut, uns guter Laune zu Cemetery begeben? Zu Cemetery, zum Friedhof. Auf die Insel kommen wir aber auch immer noch nicht. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass irgendwas passiert, wenn wir jetzt die beiden Elemente platzieren. Aber scheinbar gibt es keine Brücke für uns. Immer noch nicht. Gut, das heißt auf zum Friedhof. Mal wieder. Spendier uns mal Licht. Und da wir es hier wahrscheinlich nicht so sehr mit diesen Elementaren zu tun haben werden.
So, Eiszauber.